Hallo Ladies, wir starten heute mit einer Serie, die ihr euch schon super lange gewünscht habt, nämlich wie style ich meinen Silk Top Topper richtig und komplett. Es wird auf jeden Fall drei Teile geben. Der erste Teil, mit dem wir auch heute starten, wird auf jeden Fall sein, wie ändere ich den Scheitel bei meinem Silk Top Haarteil. Der zweite Teil wird sich auf jeden Fall darum drehen, wie ihr vorne idealerweise den Lift so ein bisschen reinbekommt, sodass es vorne einfach so ein bisschen weicher und fluffiger fällt. Und im dritten Teil werden wir uns auf jeden Fall angucken, wie ihr absolute Traumlocken in euer Haarteil zaubern könnt. Und ich würde sagen, wir schnacken gar nicht lange, sondern starten direkt mit dem ersten Teil. Wie verändere ich den Scheitel an meinem Silk Top Haarteil? Alle Hair Beautys Haarteile, die ihr von uns bekommt, haben in der Regel den Scheitel auf der linken Seite, was ganz einfach darauf zurückzuführen ist, dass meiner hier vorne auf der linken Seite ist. Und da ich eure Ladies natürlich immer beim Lagerware-Mittwoch vorstelle, haben sie auch genau wie bei mir hier vorne diesen hohen Scheitel auf der linken Seite. Wenn ihr aber sagt, okay, ich habe den Scheitel eigentlich auf der anderen Seite oder vielleicht mittig, seid ihr komplett free, wie ihr das verändern möchtet. Wenn wir uns das einfach mal so angucken, ist der Topper hier immer relativ starr in seiner Montur. Das heißt, er knickt immer nicht so richtig in die Ecke, wo wir ihn eigentlich hinhaben möchten. Das heißt, im trockenen Zustand lässt er sich tatsächlich relativ schlecht umstylen. Wir haben aber hier, wenn wir einmal drunter gucken, einen sehr, sehr breiten Bereich, in dem Bereich wir wirklich komplett frei scheiteln können. Und das ist super easy mit Wasser zu erledigen. Ich habe mir hier einfach meine alte Sprühflasche mit Wasser voll gemacht und gehe jetzt einfach hin und sprühe mir den oberen Teil vom Topper einfach mal mit ein bisschen Wasser voll, kämme das Ganze hier nach hinten und kann jetzt theoretisch mir den Scheitel komplett so legen, wie ich ihn haben möchte. Auch hier vergesst auf jeden Fall nicht, dass wenn ihr so drauf guckt, der Scheitel natürlich immer spiegelverkehrt ist. Das heißt, in dem Fall, meiner ist ja wie gesagt immer links, das heißt, ich müsste den hier rechts machen und natürlich sonst umgekehrt. Wenn ich jetzt sage, ich möchte den Scheitel hier hin machen, gehe ich einfach mit dem Kamm rein, ziehe mir hier so eine relativ gerade Linie. Ihr könnt es auch ein bisschen unordentlicher machen, so wie es euch am besten gefällt. Und kämme dann einfach den Scheitel, den ich eigentlich haben möchte. Kann auch hier einmal mit der Kamm von hinten nach vorne fahren, kann mir den Scheitel ebenfalls so ziehen. Also da sind eurer Fantasie, wie ihr den Scheitel ziehen möchtet, keine Grenzen gesetzt. So, jetzt habe ich ihn schon hier auf die Seite so ein bisschen umgelegt. Für alle, die sagen, Kate, ich möchte ihn auf jeden Fall auf der rechten Seite haben, der soll nach links fallen. Und gucke auf jeden Fall auch immer, wenn ich unten drunter bin, dass er auf jeden Fall linksseitig ist, aber dass ich trotzdem noch relativ gut das Gewicht hier auf beide Seiten verteilt habe. Und dann kann ich mich auch nochmal selber überprüfen, indem ich dann so mache und gucke, habe ich den wirklich gerade gezogen? Habe ich in dem Fall auf jeden Fall, kann ich so lassen. Ich möchte meinen natürlich wieder auf die andere Seite machen, damit ich euch das nachher zeigen kann. Ziehe den also wieder auf die Scheitelseite, wo ich meine eigenen Haare auch habe. Setze ihn hinten an, ziehe ihn hier nochmal nach vorne, teile mir das Ganze. So, auch hinten kann ich auf jeden Fall gucken, dass das alles gerade liegt oder sollte ich auf jeden Fall gucken, dass es gerade liegt. Überprüfe mich jetzt hier auch nochmal, indem ich hier auch nochmal unten drunter gucke. Hier auch wieder fast mittig, aber ein bisschen mehr auf der Seite, also so wie ich es auch trage. Dann kann ich auf jeden Fall mein Topmodel hier zur Rate ziehen, kann sie so ein bisschen platzieren und setze den Topper jetzt einfach so an, wie er in der Regel auch auf dem Köpfchen liegen würde, nämlich ungefähr so. Und kann hier das Feintuning entweder wirklich am Mannequin-Head machen oder eben auf dem eigenen Köpfchen, das was euch lieber ist. Wie gesagt, die Montur ist hier immer noch ein bisschen feucht. Kann hier die Feinabstimmung nochmal machen. Und kann theoretisch das Ganze jetzt so trocknen lassen, wie es jetzt gerade fällt. Das heißt, hier sieht man jetzt einfach schon, das ist auf jeden Fall ein linksseitiger Scheitel, der hier vorne die Babyhaare einfach noch ein bisschen weicher fallen hat. So könnten wir jetzt hingehen, könnten das entweder so trocknen lassen oder wir können es theoretisch auch anföhnen. Wenn wir es anföhnen, würde ich euch auf jeden Fall immer empfehlen, hier diese T-Pins zu nehmen. Die könnt ihr einfach hier irgendwo in die Seite reinstechen. Das sollte auf jeden Fall im Tressenbereich sein, nicht im Silktop-Bereich. Wenn ihr das nämlich macht, kann es nämlich sein, dass das Silktop irgendwann an einer Stelle reißt. Stecken das einfach hier so ein bisschen in die Seite.
holen hier die Haare nochmal runter und können das Ganze jetzt in zwei verschiedenen Arten anföhnen. Das heißt, entweder so mit den Fingern, dass wir es einfach so ein bisschen nur nach außen föhnen und hier immer wieder so ein bisschen durchgehen, dass die Haare schon eine grobe Richtung haben, wo wir auf jeden Fall hin möchten. So. So. Auf der anderen Seite das gleiche Spiel. Ich kann es aber auch super bequem mit meiner Rundbürste machen, indem ich einfach hier so reingehe, dann kriege ich immer ein bisschen mehr Haare gepackt und kann das hier einfach schön zur Seite föhnen. Achtet auf jeden Fall darauf, dass ihr hier vorne mit dem Föhn nicht zu lange immer an der Kante hier vorne seid, weil die wird natürlich mit der Zeit irgendwann immer trockener. Und föhnen wir das Ganze hier einfach ein bisschen aus dem Gesicht. So, wenn ihr die Haare auf jeden Fall komplett getrocknet habt, würde ich euch auf jeden Fall immer raten, das nochmal eine gewisse Zeit auskühlen zu lassen und dann könnt ihr sie auf jeden Fall direkt auf euer Köpfchen draufpacken, denn dann habt ihr, wie gesagt, hier vorne die Haarlinie wirklich relativ, so ein bisschen platter und nicht so hochstehend, wie ich das jetzt beispielsweise habe und seid eigentlich direkt ready to wear.